Schön. Er ist absolut sauer. Schön. Ich komme euch jetzt hier auf. Richtig süß. Aber bei Spirit habe ich das Gefühl, so, also dadurch, dass sie halt auch einfach nur stehen bleiben kann und du ihr dann gegenkrabbelst oder sie dann das Blut sieht, ich weiß nicht. Die haben ja jetzt sogar, bei der Spirit, ich weiß nicht, in welchem Patch das wieder reingekommen ist, die haben mir ja einen kleinen Buff gegeben. Mhm. Und zwar kannst du sie, du konntest damals mit einer Taschenlampe gucken, ob die Spirit, ob Spirit morpht oder nicht. Ja. Indem du einfach sie geblendet hast, wenn sie da steht. Du kannst jetzt aber auch sie blenden, wenn sie gemorpht ist. Also du kannst die Illusion blenden. Okay, und das ist scheiße, weil dann daran könntest du gucken, ob sie gerade da ist oder nicht. Oh, sie kommt her. Later! Wow! Oh, sie hat Map-weiten Sound. Ja. Hier bei mir, und, wo ich liege, ist ein brennendes Totem. Sie hasst gerade eben. Hier, wo ich liege, ist brennendes Totem. Jo, ich dass wir sie beschützen ohne Ende. Ja, wie was? Dann ist es wahrscheinlich der Bauhaupt, ne? Vielleicht ist es ja die gleiche Killerin. Nee, anderes Outfit. Mhm. Aber dann kann es nicht derselbe Spieler sein. Kann alles nur Spaß an. Ja, ich nehme da immer mich als Beispiel, weil ich bin zu faul, die Outfits zu wechseln. Ist bei mir? Oh, ich habe hier keine Palette. Ja, dann krieg ich jetzt einen Hit. Ich hol Andi. Ich mache jetzt das Totem. Müsst recovern. Wir dürfen nicht geslackt werden. Sie kommt zurück zu euch. Ja. Vorsicht. Das Totem ist wichtig. Da ist sie schon wieder. Oh. Warte, sonst lass mich, dann soll sie mich hauen. Ja. Hä? Oh Gott, ich bin hängen geblieben. Und hier ist keine Palette. Ich dachte, hier wäre eine Palette. Na toll. Andi, also, hier? Du könntest jetzt versuchen, das zu machen, das Totem. Ja, ich lasse dich erstmal vom Papo heilen. Mhm. Wo ist denn das Totem? Recht links. Die trägt euch da wieder hin. Also scheißt mal kurz auf das Totem. Wir geben ihr gerade nur die Stacks, die sie will. Also entweder muss es einer durchziehen. Ja, hinter mir. Mhm. Dann geh mal hin. Mach das Totem. Oh ne, sie kommt zurück. Wieder. Sie kommt zurück. Ja. Ja, die killt uns über die Bauer. Ja, aber. Papo kann jetzt das Totem machen. Bin dran. Ja, aber Andi, du sollst jetzt nicht auch noch sterben. Na, oh Gott, ist hinter mir. Nee, ist ja hinter dir, Herr. Hinter mir. Hat sie gestunt. Oh, guck mal, was es ist. Haunted. Na toll, aber ist egal, ich bin schon angehittet. Und geht sie denn auf dich? Ey, das ist aber eine dumme Entscheidung gewesen. Ja, weiß ich nicht, warum sie jetzt... Hätte sie mich... Ich war ja noch bei ihr. Sie hätte jetzt auf mich gehen müssen. Ich war doch schon drüber. Was ist denn mit ihrem Meterarm jetzt? Aber die lässt mich liegen. Nee, lässt sie nicht. Mein Arm ist auch länger als ein Meter. Achtung, gleich verstecken, ne? Haunted ist noch an. Ja, ist noch an. Denkt mich jetzt auf. Ja. Wir wissen nicht, wo sie auftaucht. Wir müssen Haunted ablaufen lassen. Sie ist an dem Gen, an der Palette, die Mino gezogen hatte. Geht jetzt ins Haupthaus, wie es aussieht. Ja, sie ist im Haus. Sie ist ganz schön schnell. Hat sie vielleicht. Blendet sich gerade. Kann einer abhängen jetzt? Haunted ist alle. Die wird nämlich. In der Nähe. Ja, dann muss ich, aber sie wird jetzt zurückkommen. Das ist schlecht. Ich habe kein BT. Sie kommt zurück. Also, das ist. Das ist Rap, die Runde. Lass mich. Ich hab einen Hit. Und bitte mir hinterher. Geht auf dich. Mino ist raus. Oh. Ja, da müssen unsere BT-Gamer hin. Zum Abhängen. Ja, ich hab kein BT mehr. Jetzt. Ich hab's nicht mehr. Hab sie nochmal gestunt, aber das ist halt. Ja, und wenn du zum Haupthaus kommst? Ich komme zum Haupthaus, aber es geht ihm entgegen, sie kommt daher. Ich bin. Ja, okay, dann gehe ich hier entgegen. Vorne am Kamin. Oh mein Gott. Danke, Jungs, aber die ist immer noch da. Ja. Die will mich jetzt unbedingt raus haben, glaube ich, aus dem Game. Ich lauf hinterher, ich habe ja noch meine Sabotagebox. Ja, die ist immer noch da. Ich ziehe keine Palette, keine Sorge. Doch, zieh alles, du bist doch sonst tot.
Oh. Wir sind im Haupthaus, Minu. Also sie läuft weiterhin, Minu. Nee, doch nicht. Ich bin hinter einer Palette, aber heb mich jetzt auf. Ja, heb mich auf. Minu, komm. Bin, ja. Haupthaus? Ja, ich laufe Haupthaus. Und dann hoch, Treppe hoch. Okay. Schnell, wo bist du? Mitte, ich laufe Mitte hoch jetzt. Treppe, bin oben. Sie gehen den Türrahmen da rein. Okay. Und so, dass ich auf der Seite hier stehe. Ja, nein, da so. So kann sie dich nicht hauen. Versuch sie nicht zur, zum Haupthaus zu ja, gehen. Ja, versuch wegzugehen. Hier ist noch ein Dull-Totem. Ja, lass mich raus jetzt, damit ich zu Neo gehen kann. Ja. 1000 Punkte, danke. Du kannst an den Jen im Hauptraum gehen. Okay. Sie geht, glaube ich, zurück oder sie kommt zu mir wieder. Seid schon wieder solche Retter hier, was ist denn da los? Sie ist bei uns, okay, Mino, lass mich aber, so schau. Dann. Ich bodyblock sie, ich hab einen Hit. Renn mal weiter, ich nehme einfach den Chase. Hab einmal gedettet, renn weg bitte. Ich bin down, sie geht, diesmal geht sie weiter. Sie geht an den daher. Ne, sie hebt mich auf, Andi rennt weit weg. Ich hänge jetzt erstmal. Ja, macht immer erstmal jetzt einen Gen, mal gucken, was sie macht. Hm. Sie ist unsichtbar, Richtung Killerhütte Haupthaus wahrscheinlich. Immer hoch. Haupthaus oben. Sie geht. Oh, sie ist oben, Minu. Sie ist jetzt außerhalb der Scheibe. Du läufst jetzt parallel zu ihr. Oh, ich bin zurückgelaufen. Okay, Dalos, wer soll zu dir kommen? Ja, sie ist hinter mir. Minu hat da oben noch eine Gottpalette. Ja, die habe ich jetzt gezogen. Sie ist auch runtergegangen jetzt. Ich bin da, aber ich hab PC. Sie ist unsichtbar, sie ist unsichtbar. Ich hab noch, wir schaffen das. Ich will dich heilen. Ja. Ich nehme den Hit, du rennst weiter. Ich heile dich, ich bin oben auf der Treppe. Ich dich hin. Nice. 1000 Punkte von mir, danke. Naja, aber sie kommt mir hinterher. Ich bin also jetzt gleich tot. Oh, da ist noch eine Palette. Kriege ich die noch? Ja. Oh, wir müssen hier gleich weg, Mino. Na, du könntest entgegenlaufen. Du könntest es retten vielleicht. Hi. Aber du musst eigentlich. Aber du musst, ja. Haupthaus ist oh ja, perfekt. Andi, bleib mal im Haupthaus. Geh mal links ums Haus rum. Also da, wo du warst, in die Richtung, die du hattest. Scheiße. Bin gegen Stein. An der Hausecke, ja. Bleib stehen. Aber ist okay. Kann ich zu Ende heilen? Ja, ich bin. Oh, Mino, ich komme auf deinen Haken. Ah, schön. Ja, guck mal, wir haben nochmal Zeit bekommen. So, sie läuft jetzt zu euch. Ja, schauen wir beides noch. Ja. Ach, da ist sie schon. Also wahrscheinlich Nurse Calling oder Barbecue hatte sie gerade. Gebt mir halt einen Jungle Gym, in dem ich spielen kann, dann nehme ich sie halt. Die läuft alle in dieselbe Richtung, ja, ich oder rechts sind, genau. Ja, das ist gut. Schön aufteilen. Sie ist unsichtbar? Ich bei mir leider. Sie ist bei mir. Oha, bei dir? Die läuft jetzt zu Minu. Oh no. Hast du sie nicht gesehen? Ja, nee, ich habe sie nicht gesehen tatsächlich. Ja, lauf mal, genau, lauf durchs Haus durch. Ja, ich bin schon im Haus. Sie läuft hinterher. Okay. Annegret und Jen. Dalos bei mir. Also ich könnte wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, wo sie ist, unsichtbar. Ich habe noch Decisive Strike, also wenn ich kann, dann nehme ich jetzt nochmal einen Chase. Minus tot. Nein, ich hab gedrückt. Ja, sie wollte, ja. Andi, bist du an einem Gen? Ja, bin ich. Wie weit ja, ist der? Gut, dann bin ich jetzt tot. 80, gab gute Chase-Züge. Komm zu deinem Gen, Andi. Papa, hast du noch einen Gen bei dir da hinten? Nee, ich bin gerade auch hier. Ich hatte hier noch einen Gen, den ich angefangen hatte. Ich weiß nicht mehr genau, wo er ist. Wir beide müssen jetzt ran, weil wenn Andi down ist, ist ja, Ende. Dann sind wir nur noch zu zweit. Ich bin gerade unsicher, wo der war. Also wir haben hier noch eine auf der anderen Seite von der Killer, vom Haupthaus. Andi, wo bist du? Killer-Check. Ja, genau. Gehst du hinter das, an das kleine Hütchen dahinter? Ah, du bist an dem hier. Killer-Shack. Wenn du auf... Warum ziehe ich die Palette? Warum ziehe ich die nicht? Schaffen wir nicht, Papo. Ja, schaffen wir nicht, ja. Dann nehme ich jetzt die Toolbox hierfür. Warum zieht er denn die scheiß Palette nicht? Da hat sie dein Gesicht, ihr Gesicht in dein Dings reingedrückt. Kommt sie zu uns? Siehst du das? Ja. Ich renn mal los. Ich versuche den Chase zu ziehen. Ich gehe schnell durchs Window. Oh, sie ist genau hinter mir gespawnt. Ich bin schnell durchs Window gepusht.
Gleich ja, geht's hinterher. Ich geh da gleich wieder dran. Ja, sie sieht mich. Ja, das sieht gut aus. Ich geh hoch. Oh, die Gottpalette steht noch. Wie geil ist das denn? Aber sie... Geht sie hinterher? Nee, sie geht zurück. Ja, sie ist bei mir. Okay, sie hat eine Palette weggemacht. Oh, ich habe hinten auch noch eine Palette. Ich gehe an den Gen jetzt, Papo. Nächste Palette weg, ja. Ich bin dran. Sie ist unsichtbar. Ja. Bei mir, habe ich mir gedacht. So, ich gehe an einen anderen Gen. Diesmal geht sie hinterher. Hat sie nochmal gegen den Gen entgegengetreten? Ja, aber sie hat nichts, also was das degressen lässt. Okay, dann gehe ich wieder ran. Sie ist unsichtbar, also sie ist nicht unsichtbar, aber sie geht mir nicht hinterher. Sie weiß, dass wir den Gen wollen, wir müssen einen anderen machen. Sie tritt gegen den Gen da hinten, an dem du warst. Sie ist jetzt unsichtbar. Wird sie wieder zu mir kommen. Ich bin oben im Haus. Sie tritt jetzt wieder gegen den Gen von dir. Ja, ich suche nochmal einen Gen, der ganz woanders ist. Wenn du oben ins Haus jetzt gehst, komm, wäre es dann nice. Achso, du bist hit, ne? Ja, sorry. Ich komm oben ins Haus. Warte, sie... Oh, sie ist bei mir, sie ist bei mir. Ja, da bin ich... Okay, ich gehe jetzt wieder ran an den Gen. Sie wird dich nicht chasen, oder? Nee. Ich hab nee. Geh wieder zu mir zurück. Ich gehe Killerhütte. Schade. Okay, die Palette ist noch aufgestellt, also die kannst du auch noch usen. Ja, schwer, wenn ich einen Hit hab. Ich verliere eine Mindgame leider. Okay, hier ist noch eine Palette, das merke ich mir. Ich bin an einem Gen. Weg von mir. Ich hab sie wieder. Oh, das ist okay. Gut, komm. Ich bin am Gen, bin am Gen. Ja, du bist an einem anderen, ne? 20, ja. Ich bin jetzt bei dem nächsten da dran, den ich als zweites gemacht habe. Nee. Ich bin ja schon verletzt. Aber eine Ahnung, wo die Shack ist? Die Hedge? Nein. 60%? Die weiß, dass ich sie ablenke. Sie kommt eher. Sie ist aber wieder zu meinem Gen gegangen. Jetzt läuft sie den Gen in der Ecke ab. Bist du an dem dritten? Da bin ich dran. Scheiße. Da, wo sie es hingeht. Schade. Voll die Mindgames hier. So, sie läuft wieder zu dem Gen. Sie geht wieder zu deinem Gen. Nee. Oh. Okay. Hast du Adre? Ja. 90%? Nee, hab ich nicht. Dann ist das egal. Mein Gen ist aber durch. Beide Ausgänge sind Killerhüttenseite. Jo. Ist unsichtbar. Ja. War schön durchgezogen. Ich komm zur Killer-Shack dann. Glaube ich, wird nichts. Ja, sie ist an der Killerhütte. Wo waren die? War die da, ne? Ja. Die du musst den anderen... Da. Ja, auf der rechten Seite von der Killerhütte ist der andere. Also einer ist direkt an der Killerhütte. Okay, und ich gehe zu dem anderen. Ja, bist du an dem anderen? Nee, noch nicht.
Die Hedge ist übrigens, wenn du zwischen der Kilöte und dem anderen Ausgang lang gehst, rechts hinter dem Jungle Gym. So, bei den Parkbänken. 20%. Die hat die Richtung gewechselt, glaube ich, ne? Aber alles unter Kontrolle. 50. 60. 70. Jetzt. 80. 90. Und ich könnte es aufmachen. Wenn du ja, mach. Yes! Alter Schwede! Nice! Boah! Schönes Ding, krass, Dalu. Jungs, das hat gut. Holy shit. Sehr, sehr gut. Das war echt nice. Puh! Das war krank. Da gebe ich einen GG raus. Wo war denn der dritte Gen? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Könnte jetzt rechts von deinem Ausgang gewesen sein. Naja. Und hat sogar einen Pip gegeben. Geilo. Boah, Flashlight, Dead Heart ist das Beste. Weil die Killer denken, das ist ein Verzweiflungsding. So wie, scheiße, der Killer hat dich, jetzt versuchst du noch zu blenden. Kartoffelbrei, Bratkartoffeln, nicht zu viel. Und bei Kartoffeln gefällt mir auch das Kartoffelsoße-Verhältnis besser als bei einer Nudel. Das verbindet sich nicht so gut wie bei einer Kartoffel. Ach, corrupt. Nee, also keine Ahnung, ich mag eben mehr Nudeln als Kartoffeln. Ich finde auch zum Beispiel Klöße, dass ich... Er weiß, dass ich das brennende Totem gefunden habe, das ist schlecht für mich. Oh Mann. Warum ist die gelbe Glyph genau hier? Wo war das brennende Totem? An dem Hügel in der Ecke da hinten. Also, ja, nicht in der Killer, also nicht Killer-Shack, sondern die andere Ecke. Er kommt zurück, er will's beschützen. Ein Totem habt ihr schon gemacht, ne? Ja, ich hab gerade eins gemacht. Genau. Ganz los. Oh Gott. Ich geh rein. Ist es Ruin? Das ist Ruin, ja. Natürlich auch zusätzlich noch eins sein. Ich hab doch gedrückt! Ach, das kann doch nicht wahr sein, wirklich. Leertaste? Nee, wollte die Palette ziehen, also Leertaste gedrückt. Aber ist ja durch das neue System, er stand wahrscheinlich oder? Dann doch zu weit schon drunter. Ich weiß, das wurde mal wütend werden. Der konnte es nicht ziehen. Du musst weg am besten. Mhm. Geht auf mich, fuck. Das macht's jetzt ein bisschen schlechter. Damit gehe ich wahrscheinlich da. Ruin ist immer noch aktiv. Ich versuche so weit wie möglich weg, damit ihr sie abhängen könnt. Ich bin ja. Tot jetzt. Wie viel Überschlag hast du gemacht, Dalu? Das sah schön aus von hier. Aber ihr schafft's hoch zu sein, oder? Ja. Ich komme jetzt auf den Hügel, aber das Totem ist ja weg. Ja, das ist weg. Aber das hat aber er nicht. Ja, ich dachte, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat. Es war nicht Ruin, auf jeden Fall. War Undying Ruin dann. Mhm. Er hat die eine Person, die sich da versteckt, gesehen. Besser. Ich gehe da mal da holen. Ihr lauft euch jetzt entgegen erstmal. Oh, ah, scheiße, sorry. Dann muss ich jetzt tatsächlich kurz warten. Der wird wahrscheinlich jetzt hängt er dich natürlich auch noch so. Du musst näher ran, jetzt bist du auch in Barbecue. Also jetzt sieht er dich auch wegen Barbecue. Also. Ja, du hast absolut recht, das war. Wobei? Er guckt jetzt nochmal erst bei mir. Wobei, nee, er hat mich nicht gesehen. Ich glaube, wir wollen dich hier. Ich glaube, er geht zu Divi. Komm mal her, bitte, Mino, aber renn mal. Notfahr mich ab. Ja. Aber ich glaube leider nicht. Er ist oben im Haupthaus. Ja. Jetzt zumindest. Weil mich trotzdem mal. Wir haben alle kein Remaked, ne? Ja, nur Borrowed. Er kommt. Ja, aber du nimmst es doch auch nicht mit, oder? Doch, ich habe mir Remaked immer mit. Achso. Weil das Heilen ist immer das größte Problem, finde ich. Das Heilen dauert immer am längsten. Okay. Vorsicht.
komm auf mich. Ja, geht doch. Wo haltet ihr euch gerade, Franzi? Ich bin gerade an der Killer-Shack. Ja, okay. Divi kommt gerade auf mich zugerannt. Oh, ich drehe wieder ab. Ich glaube, das ist ihm egal, oder? Oh, hier habe ich jetzt aber nichts mehr. Oh nein! Ach, da. Ich versuche hier wegzurennen. Der Keller ist nicht in der Hütte. Ja, ihr werdet einen PTB bei mir im Stream nicht sehen. Wir haben immer noch irgendwo rumstehen, ne? Ja. Nicht in der Check, habe ich geguckt. Im Haupthaus? Ja, im Haupthaus. Ich hab Small Game, das ist nicht das Problem, aber ich bin entweder am Haken oder verletzt. Also hier ist auf jeden Fall jetzt irgendwo am Ende der Map, wo keiner von euch ist. Und geht ich jetzt, bin jetzt zu der Person so am Gym. Dann kannst du helfen, Franz, und ich will das Totem. Ja. Oh mein Gott, der kommt von oben. Oh mein Gott. Kann das hier auch oben sein? Das kann doch nicht wirklich. Ich war doch schon drüber, Blight. Also. Oh, die Killer immer mit 2 Meter Arm. Aber will ich das? Achso, wir haben gar keinen Gen. Ach du Scheiße. Ja, der beim Hügel, wo ich gerade dran saß, der war fast fertig, war bei über 90%. Ich dachte wirklich, wir haben schon 3 oder so Jane. Ruin mal dahin. Ruin ist halt leider noch aktiv. Ja, aber es ist ein Low Ruin, glaube ich, sogar nur. Es war nicht mal. Wo ich jetzt nicht gesehen. Wir sind wieder auf 60. Oh. Okay, er hat mich. Ich gehe weg von Minu. Ja, das Problem ist ja. Ach, Ruin, ja, jetzt ist Ruin halt erst weg, ne? Mhm. Dann bist du in der Nähe bei Minu? Ja. Okay. Kommt schon gelaufen. Okay. Ich dachte, der war jetzt ein Killer. Nee, ich meinte dich. Ah, shit. Werden wir nicht schaffen. Und das Hochheilen, ja, aber wir kriegen nichts hin. Letzte Totem ist vor der Killerhütte. Er geht ins Hauptgebäude rein. Bin in der Nähe. Gleich abhängen. Er ist schon wieder bei mir. Was sonst? Ich bin kurz gestunt. Ah, das letzte Totem ist hier in der Ecke. Hinter einem Stein. Er ist aber ein glanzloses. Ich gehe hoch. Er ist ein glanzloses. Er ist jetzt. Er ist im Haus. Läuft mir hinterher. Oh Gott, ich bin gleich tot. Der ist schon kommen. Im Haus könnte oben noch die Gottpalette sein. Ne, die habe ich schon benutzt gerade. Ich bin down. Er kommt zu euch. Ja, er nimmt mich. Hier, einer aus meiner Community hat gerade schon den, also einer meiner Mods hat gerade schon den neuen Killer getestet. Er sagt nur, der ist mega verwirrend und strange zu spielen. Hat sich also angehört. Aussage. Da waren die Twins am Anfang ja auch. Ich bin tot. Ach, du bist ganz Riff. Oh. Mhm. Schade. Oh Gott, der ist schon wieder bei mir. Dann automatisch. Oh. Er läuft durchs Haus. Und kommt wahrscheinlich zu uns. Boah, naja, nicht sicher. Kann auch sein, er folgt meiner Spur. Warum? Achso. Ja, er läuft außen rum mit mir. Also mir hinterher. Ach, er folgt jetzt Dalu? Okay. Ja. Geh mal im Haus an die... Da könnte General. Er wieder hinkommen, ne? Er hat mich verloren. Ich bin an der Shack am Gin. Er ist oben. Er ist oben, springt runter. Hat den Gin getreten. Jetzt weiß ich nicht, was er macht, ehrlich gesagt. Zu mir kommen. Hm, okay.
Oh shit. Ja, das ist knapp. Also den Gen schaffen wir. Mhm. Mein Gen war auch recht weit in der Schneck. Könntet ihr auch noch schaffen. Er kommt straight ins Haus. Ich hab mal Scratchmarks am Haus hinterlassen. Vielleicht hat er sie gesehen. Ja, folgt dir. Dann laufe ich außen rum. So, Divi. Ich hole dich. Wir können nicht hier heilen, aber ich habe Sorge, dass der direkt um die Ecke kommt. Er ist oben im Haus. Jetzt könnte er weggehen. Er ist noch da. Ist nicht mehr da. Er ist unten gerade in der Bar drin. Ich habe mich nochmal, er hat mich nochmal. Vivi und ich gehen zu dem Gen von ihr. Der war ja schon ziemlich weit. Wir haben noch voll viele Paletten. Auf der Ecke. Mart. Ah, schade. Ja, damit hat er mich. Ich habe keinen Deathard und Berg hoch wäre schlecht. Ach! Okay, das ist das Ende. Halte durch. Wir sind am nächsten Gen. Ja. Na. Schade. Ja, kein Dead hat kein Ausdauer-Perk. Vielen Dank, Zero. Vielen Dank für den Raid. Wie geht's dir? Danke fürs Rüberschicken. Ich hoffe, das ist viel Spaß. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Ob ihr irgendeinen Randomizer oder so gespielt habt oder ob ihr Karten aufgemacht habt. Hoffe, war ein schöner Stream. Schönen guten Tag an all deine Zuschauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend an die, die jetzt schon gehen sollten. Dir natürlich auch. Und vielen Dank, Sui Silveria, okay, für die 5 Subgifts. Gerade schön. Dankeschön. Danke. Mhm. Wie weit lade letzte Gen? 40 oder so, glaube ich, Divi. Ich glaube, oder? Ein bisschen weiter sogar schon. Weiter schon, glaube ich. Das schafft ihr schon. Oder einer von euch. Er wird den Gen jetzt natürlich angehen, ne? Er geht bestimmt jetzt zurück. Also ich kann es gerade nicht sehen, aber. Hm? Ich weiß nicht, wo der war, leider. Ich bekomme Heartbeat. Oh Gott, du hast mich hinter dem Sofa nicht gesehen. Du hast mich... Er hat mich. Also du musst schnell zu dem Gen. Okay. Er hat mich wirklich hinter dem Sofa nicht gesehen. Beeil dich, die... Ja, ich laufe, Dalu. Ich bin dran. Bist dran? Ja. Keine Zukunftsmarie, ich bin wirklich dran. Sitze am Gen. 60, 70 knapp. Gleich 80. Gleich 90. Das ist ja kein Atmo oder so, ne? Ich bin in 3, 2, 1 durch. Je nach zu einem Ausgang. Okay. Ja, die sind beide hinten. Das ist sehr, sehr ungünstig für uns. Sehr, mach jetzt! Wo sind die Ausgänge? Warte, ich gehe zu dem hinter der Killer-Check. Okay, ich gehe jetzt ran, aber ich muss halt drücken erst. So. Halte durch. Wenn er Nöte haben sollte, ich weiß, wo das letzte Totem ist. Killer-Check ist gleich offen. Ich zieh durch, mach keinen 99, oder? Warte, ich muss ihn einmal richtig rumjuten.
Ich komme zu dir sonst. Mhm. Komm entgegen. Du weißt ja, auch selbst wenn ein Killer Nöte hat, ich laufe gerne rein. Also. Von wo kommst du? Noch gar nicht, weil ich weiß ja, wann Nöte. Warte, ich der hat gucken, Nöte, ob das, oder? Warte, ich geh gucken, ob das Totem brennt. Nee, ich kann ihn blenden. Es brennt nicht. Oh mein Gott, was ist das denn? Der Arme. Ach, jetzt hau ich doch nicht noch eine Palette auf den Kopf. Ich hab das letzte Totem mal weggemacht, egal wie. Hat ja noch Zeit. Der Arme. Wo bist du denn, Dalu? Ich schleich mich gerade weg. Am Bagger. Ich glaube, das hat er gesehen. Later! Ich kann dir entgegenkommen, aber. Ja, der hat nölt, aber ich muss einen free. Okay, warte. Oh Gott, das kann ich, wenn der so rumrennt, nope. Das weiß ich. Killerhütte! Ja, normal. Ja. Ja, sehr gut. Machst du? Ja! Der freut sich jetzt, dass er dich einmal getroffen hat. Sehr gut. Also, was war denn das für ein wilder Chase? Ich hab's leider ja nicht gesehen, aber ich hab's euch. Es war komplett krank. Es war komplett krank. Wie hab ich denn den Double Pip gemacht in der Runde? What the fuck? Nice. Ich hab aber auch einen Pip, glaube ich sogar. Eine gute Runde. Ja. Und was macht's hier morgen? Wir fangen morgen mit New World Kram zum Beispiel schon an. Also nicht direkt um. Nee, aber wir gucken schon Guides und machen uns Infos, planen den Discord und solche Sachen. Und schon so ein bisschen Hackmack. Ja, wir können ab 13 was machen. Also wir können auch noch planen, was wann. Also ich will ja golfen noch. Ja klar. Oh, ist das Oni? Jetzt wo läuft, dann muss man. Also vor, ich will morgens anders, noch, ne? Sonntagmorgens gehe ich oft golfen. Mit Zigarre und dann ist man schon da. Also sonntagsmorgens ist am schönsten auch. Hier. Morgen kommt auch der Chauffeur, der holt uns um 10.30 Uhr oder so. Ja, ich meine, das Überfahren ist halt auch. Und wir müssen auch gucken wegen Pokémon, ne? Pokémon, ja, auch. Das wird weil das müssten wir dann spielen, weil das schaut wer andere die viel. Hauptstory machen. Was ist mal bei Pokémon, was ist da? So ein bisschen Schwert und Schild, weil man so auch in Gruppen raiden kann. Das macht echt Spaß. So. Es gibt immer Events. Es gibt wirklich coole Events. Da kommt doch, ja. Yes. Ja, das ist ein Onika. Das ist so ein Dämon. Der was schreien kann und dann ist er super schnell. Von ihm sind die roten Glyphen. Nein. Der ist super strong. Was meine? Hallo? Ich verliere Blut. Kann man hier einen Totem machen? Pilze hat keinen Mut. Ich verliere Blut, Kill. Oh. Was, der ist ja krass. Das, ich kann mich erinnern, an den, der kam raus, habe ich glaube ich aufgehört dann irgendwann. Weil er zu gruselig war. Krass. Deswegen, ich dachte mir aber, das ist dein Favorite. Ja, also. Jetzt ein Problem, cool. Da, ja, geh mal weg, du willst keinen Hit nehmen. Du willst keinen Hit haben. Nein, kein Haken. Jetzt brüllt er nämlich rum wie ein Affe. Nee, ist das mal. Ja, also designmäßig ist der cool, lore-wise ist der auch cool. Aber unglaublich langweilig zu spielen. Also, weil der, er rennt halt, der kann halt laufen. Ja, er kann halt ein bisschen rumbrüllen. Er sucht und uns da, findet uns. Er hat kein Terrorreiter, ja, kann das sein? Er wird campen. Weil er den Jen gestreten hat, oder ja. Was? Ja. Macht's seht einfach, ihr ihn denn? Macht's einfach, ja, den Jen sehe ich noch. Er hat, nee, nicht den Jen, ich meine den Spieler. Ja, er renn einmal zum Jen, mach ihn, damit er nicht mehr funkt und renn weg. Er hat Fahrt der Folter. Aber warum hat der Pop? Ich sehe meine Katze. Ja, er campt wirklich frech ab. Ja. Macht's einfach andere Gens Chests so. Nein, scheiße, wir lassen ihn nicht zurück. Aber ich spiel's ihm doch in die Hände. Ja, wir spielen ihm A in die Hände und B klappt. Dann mach doch jetzt einfach Gens. Also es ist schon richtig, dass wir einfach Gens machen und gehen, aber es ist halt trotzdem in jeglicher Form einfach asozial. Aber er ist bei mir, er campt, ich halt bis zum Ende durch, macht's einfach Gens und macht halt bis zum Ende durch. Kapuze, du bist dann tot. Ja, aber so lange muss er halt Zeit rausholen. Also, du darfst dich nicht versuchen, selbst sicher, dass er weg ist. Nee. Ja, er kommt zu mir. Ja, er ist hinter mir. Aber Julie, lauf nicht zu mir, du läufst gerade wieder zu mir. Nein, lauf ich gar nicht. Okay. Kapuze.
Open your eyes, Kapuze. Häng ab, ne? Er macht's an! Hast du irgendwas zum schneller heilen? Ich hab Remake. Jetzt geht er zu Kapuze zurück. Ah, man hält ihn jetzt zu mir. Ab. Okay, mach's, Jen. Ist eh schon so spät eigentlich. Also. Er ist wieder bei mir, ist wieder bei mir. Ich glaube, was ich richtig nice finden würde, ist, wenn wir einfach alle disconnecten. So, einfach so. Ja. Ist halt auch ein Scheißdreck dafür, weißt du? Wir halt 5 Minuten warten. Ich würde es wirklich nicht. Ja, ich weiß, dass wir halt 5 Minuten warten würden, aber das ist das, was ich nice finden würde. Also, so dieses, ja. Wir kriegen halt auch eine Strafe. So wie ja, Pech gehabt, aber auch keinen Bock, gegen so jemanden zu spielen. Das Ding ist, er freut sich wahrscheinlich drüber. Ja, ja, aber freut ihr euch mehr, wenn ihr gewinnt, indem ihr die Gens einfach macht? Nee, ich meine, er freut sich drüber. Ist schon zu spät. Tut uns leid, Kapuze. Nee, es ist nicht eure Schuld, es ist seine Schuld. Also. Lass mal hochheilen. Ja, dass wir nichts tun konnten. Jetzt kriegt er mich als nächstes Opfer. Macht den Jen von Julie kaputt, hat keinen Herzschlag mehr. Genau, er fährt, er folgt. Da. Ich geh in die Killerhütte. Das ist Agro, nehme ich an. Mhm. Das ist eine Kellerhütte oder eine Killer? Naja, ist ja eh egal, ob ein Keller oder nicht oder ist oder nicht, bewegt sich ja sowieso nicht. Das Ding ist, er ist halt auch echt kacke. Ich habe eben mit ihm einen Chase gehabt, da war er so schlecht. Naja, das Problem wird halt sein, wenn er vorher so ein Red Rank Spieler war und jetzt auf MMR gematcht wird, dass ihm halt auffällt, dass er halt gar nicht mehr so gut ist. Dass du halt jetzt halt so spielen musst. Also das ist das, was ich vorher schon Angst hatte beim MMR, weshalb ich denke, dass das relativ oft vorkommt. Dass das so die einzige Wahl ist. Du spielst theoretisch nicht das Spiel, sondern du spielst damit, dass die Leute einfach einen Spieler nicht rausnehmen lassen wollen. Also im Sinne von, hey, ja, Kapuze könnt jetzt 10 Minuten einfach zugucken und wir rufen ihn an, wenn die nächste Runde fertig ist. So, oder wir versuchen ihn zu retten. Das ist ja der einzige Grund. Er geht ins Haus. Ja, er muss ja nicht mehr campen, wir sind ja noch zu dritt. Er geht links am großen Haus vorbei, sammelt auf, geht in eure Richtung jetzt. Komm, was machst du? Ich bin weggesteppt. Mich aber gesehen, leider, da musst du helfen. Er ist jetzt hinter mir her. Mit Ult. Ich geh zu Julie. Ach, ist. Ja. Dann wird er weitergehen, wahrscheinlich. Nee, er hält mich auf. Halt dich direkt hoch. Vielen Dank. Er findet den Haken nicht. Junge, der ist direkt neben dir, du. Er ist halt echt nicht gut. Er ist aber jetzt blind. Mhm. Halt mich auch nochmal. Tritt jetzt nochmal gegen. Ja. Jetzt ist Fahrt der Folter an. Pop und Fahrt der Folter. Ich wusste gar nicht, dass beides drauf geht. Dann muss das ein Add-on sein. Ich glaube nicht, dass du zwei Add-ons... Er kommt zu uns. Ja, er sieht uns. Ich weiß... Ja, er sieht ja, dass wir uns heilen. Er weiß ja, wo wir waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er beide Dingens gleichzeitig drauf machen kann. Aber vielleicht ist das so. Das wäre mir neu. Scheiße an und... Gold mir hinterher. Kann man Fahrt der Folter und Pop Goes the Weasel gleichzeitig auf den Gen anbringen, Chat? Das geht nicht, oder? Er kommt eventuell zurück. Ja, er kommt zurück. Er kommt her gedasht. Gehst du mit dem er geht. Nee, er ist... Geh an den Gen, Julie, bitte. Ich könnte jetzt abhängen. Ja, dann versuch's, aber er kommt jetzt zurück. Ja, dann jetzt. Du hast BT, ne? Er ist BT, jetzt, er BT, kloppt hier schon die Hucke voll. Nice. Ja. Er kommt hier hinterher. Ja. Chat, geht das? Wisst ihr ja, das? Ich glaube, ja, richtig. Ja, der ist nicht gut. Der ist echt kacke. Das ist ja das Problem, was ich mit ihm habe. Also was ich mich gerade frage, ich warte auch auf eine Antwort im Chat. Ich bin mir nicht sicher, ob du Pop und Fahrt der Folter gleichzeitig anbringen kannst. Aber für... Ihr kommt leider zu mir, Juli. Ich gehe Richtung Keller, bitte. Naja, ich denke, dass du die... weil du viele der Perks auch als Survivor nacheinander anbringst. Also zum Beispiel Mine und Thrilling Tree... nicht Thrilling Tree, warte kurz. In der Hütte, im Haupthaus. Die Mine und das Perk, dass du Gens schließt, kannst du ja auch nicht gleichzeitig anbringen. Kriegt sie noch.
Wie viel Gens habt ihr noch auf? Ich bin im Keller. Ja, dadurch, dass einer fehlt, ist es halt fast unmöglich zu gewinnen. Das ist ja der Gag. Viele Streamer empfehlen ja auch, den ersten Spieler rauszutunneln einfach oder wegzucampen, weil du gegen drei Leute nicht verlieren kannst eigentlich. Aber warum sollte man das empfehlen? Ja, weil die streamen, ja, weil die Killer-Mains sind, weil es einfach effektiv ist. Weil das Spiel dagegen nichts macht. Also, du nimmst den ersten Spieler raus einfach und gegen drei, ja, ist bei mir. Und gegen drei Leute wirst du, geh zurück zu Judy. Und gegen drei Leute wirst du nicht verlieren, weil einer hängt, einer chased, ja, und einer muss helfen. So, weißt du, so, es kann keiner arbeiten. Ja, das aber oder? Das ist ja logisch, dass es dann einfacher wird. Ja, logisch, ja. Aber du musst ja trotzdem den Mann. Und ja, alle irgendwo spielen. Ist ja immer noch ein Spiel auf eine Art und Weise. Schnell raus hier. Ja. Er hat einen Gen getreten, ne? Ja. Hinter mir. Okay, komm her. War schön. Hier vorne sind Gen, den können wir machen. Das Lied ist cool. Ja, das Lied ist nice. Ich mag die Musik echt. Sie haben viele geile Soundtracks. Er hat wieder kein Terrorradius gerade. Immer noch. Er hat immer noch. Den gelben Gen. Bart der Dings. Und Juli. Der kommt rechts von dir. Er ist bei mir, Leute. Ja, ja, ja. Aber die sind rechts von deiner Schulter. Okay. Danke. Ich sehe auch nicht, wenn er eine Palette kaputt macht. Obwohl ich Alert habe. Er hat nochmal was kaputt gemacht. Later, Bitch. Hey. Gib ihm. Schweinebär. Da hinten sind sie. Nee, nee, nee. Nimm mal die Flossen runter, ja? Du kleiner Ganove, du. Achtung! Hier ist leider nichts. Alles gut. Das ist mein Ende. Also ein Ende nicht. Ich kriege erstmal nichts. Im großen Haus. Hier ist leider gar nichts. Oh doch. Der gelbe. Naja, den können wir machen. Können wir den machen, Dalu? Ja, ne? Ja, ja, klar. Mach's hier. Gib dem kleinen Bub. Ja, der gönnt sich aber viel. Kriegt er einen Alert, wenn wir da dran sind? Kommt der zurück gerade? Nein. Er läuft in der Dalu. Der hat meine Dalu-Schelle kassiert. Weil mein Herzschlag wird sehr laut. Er ist immer noch bei mir. Immer noch bei mir. Gibi hat Angst. Verständlich, oder? Weil ich bin eigentlich bei dir. Ich brauch keine Angst haben. Genau. Wenn wir da eh auf dich gehen. Hängen geblieben und jetzt wird's übel. Hängen geblieben. Wir sind fertig mit dem. Okay, nice. Ich hab noch eine. Jetzt respektiert der. Ja, Headzimmer, ne? Kleiner. Oh, hello. Der will dich jetzt richtig. Hat der ein Herzschlag? Macht mal weiter, macht mal weiter. Ein Gen. Ja, du gehst noch ein Gen. Ja, geht dran. Durch das Tor, wo wir raus sind. Dann links, wenn du durch das Tor bist. Macht eine Palette kaputt. Er hat Ult. Dalu sehr episch. Ja, Dalu macht wieder absoluten Bumsi-Bums. Wir machen gerade den letzten Gen, Dalu. 40%. Und bei uns in der Nähe ist auch ein Aus... Weißt du, ist das ein Ausgang? Nee. Da rechts von mir? Nee, das ist ein Jungle Gym. Okay. Wir haben es dann da. Ihr könnt halt noch Nöte haben, ne? Wir haben mich jetzt, geht raus. Also wenn ihr mich habt. Also wenn ihr den Gen schafft, geht raus. Er hat direkt Ult. Also er wird mich aufhängen und dann zu euch düsen. Ja, Julie, willst du dich heiden? Ich nehme gleich den Chase. Ich hänge jetzt. Lass mich machen, Julie. Heide du dich bitte. Er facecamp mich. Er facecamp mich. Zieht ihr schon. Ihr schafft es locker. Ich zieh. Perfekt. Ich kann einfach rausgehen. Du noch mal was. Ihr könnt einfach gehen. Ich wollte. Dass... Was? Du bist runtergekommen? Oh, ich komm hin, komm, Dalu. Ja, komm, ich nicht. Gegen. Komm.
Komm entgegen. Schöne, schöne Karte. Weißt schöne. Du, wo wir sind? Holy shit. Schön. Er ist absolut sauer. Schön. Ich komm mal jetzt. Ja, oh Mann. Richtig süß. Hübsch. Er wird ulten, er wird ulten. Komm durch, komm durch. Und soll er. Juli, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Jawohl, ich. Ja, das ist schön. Das Mann. Freut mich. Hallo, Mann, 360 oder so. Juli, komm her raus. Ihr ja, müsst raus. Er geht aber da und ja, aber egal. Ist egal. Er soll, wenn, nach hier kommen. Nicht da vorne down gehen, Juli. Kartl, lass dich küssen. Schau dich an. Was ist los mit dir? Oh. Ich geh einfach zum anderen Ausgang. Jetzt ja, er ist noch in unserem Ausgang. Ja, ja, genau. Er hat mich noch rausgehauen. Natürlich auch. Jetzt würde er wahrscheinlich zu ja, dir. Er bleibt noch beim Ausgang. Er bleibt immer noch beim Ausgang. Was? Guck da. Scheiße, Kartl, muss ich bei einem Timer gehen. Nein, nein. Er denkt jetzt, ich gehe zum anderen Ausgang. Oh, hat mich. Nee, hat er nicht. Sieh dein Blut. Oder sieh doch dein Blut. Aber es. Dalu, wenn du jetzt nicht rauskommst. Ich hab ihn nicht. Ja, aber Dalu ist eh schon Rang 1. Der macht das. Oh oh. Geht ums Prinzip, Gibi. Er sieht dich nicht. Kannst raus. Er sieht doch sein Blut. Nee, auch nur, wenn du relativ nah bist. Meinst du, jetzt klappt's? Hast keinen Dead Heart mehr, ne? Nee. Freu aber nicht. Wir brauchen noch ein bisschen. Die Kleider, das wird mir ja ärgern. Schön. Dafür gibt's er noch. Schön. Dafür kann er sich auch noch mal eine Taschenlampe ab. Ja, Ding. Du Fucker. Schön. Schön. Das war deine Rache, Kapuze. Für Kapuze. Das war gut, das war gut. Oh, das war richtig schön. Das war so zufriedenstellend. Ja, ey, ich, er steht vor mir und ich trete ihm so die Beine ins Gesicht. Ich, so, ich bring ihm so in die Fresse. Dead Hard und er schlägt dann. Er war richtig, er hat auch einmal richtig früh geschlagen, weil er war, glaube ich, richtig nervös. Er war richtig am er war ja, hier am Pumpen. Seht ihr, was er schreibt? Was hat er geschrieben? Ja. Gabe. Oh, ja, ja, gut. Das wird ein nice Killer, Cassie. Er hat er verdient, Leute. Er hat einen nice Killer hat er auch verdient. Ja. Oh, das war eine Runde. Sehr schön, Dalu.